Die Dürmener Innenstadt setzt Akzente. Seit dem 31. März können Besucher und Kunden die an verschiedenen Standorten aufgestellten Bänke, Podeste und Pflanzkästen nutzen. Pressesprecher André Siemes erläuterte, wie das Ganze zustande gekommen ist. Also die Stadtterrassen sind eine Idee der Stadt Dülmen. Das ist ein Experiment für einen begrenzten Zeitraum, nämlich 6 Wochen, wo wir einfach mal schauen wollen, wie kann man Parkraum gerade im Innenstadtbereich, im Zentrum nutzen. Also nur als Parkfläche oder gibt es auch andere Ideen, andere Möglichkeiten, um möglicherweise mehr Lebens- und Aufenthaltsqualität hier im Zentrum zu schaffen? Es ist zumindest erstmal eine Idee und ein Experiment, wo wir schauen müssen, wie wird das angenommen. Das in der Stadt aufgebaute Mobiliar ist von Platz zu Platz verschieden. So finden Radfahrer an der Münsterstraße eine Radservicestation für eine schnelle Reparatur ihres Rades. Also wir haben Mobiliar, diese Stadtterrassen, an insgesamt 7 Standorten hier in der Innenstadt aufgestellt. Das kann wie hier beispielsweise Sitzgelegenheiten sein. An der Münsterstraße haben wir eine Fahrradstation als Stadtterrasse aufgebaut. Und ja, die Meinungen sind ganz unterschiedlich. Viele Menschen sagen, ist eine tolle Aktion, ist mal was anderes. Es gibt natürlich auch Kritik mit Blick auf die Stellplätze, die jetzt für einen begrenzten Zeitraum für 6 Wochen weggefallen sind. Aber ich glaube, es ist gut, dass man erstmal so eine Diskussion führt, ruhig kontrovers und mal was Neues, wie diese Aktion, einfach mal ausprobiert. An 4 Standorten sind sogar Möglichkeiten für kleinere Auftritte oder Veranstaltungen gegeben. Wir haben für diese 6 Wochen, wo die Stadtterrassen stehen, ein Programm, was auch immer weiterentwickelt wird. Heute ist beispielsweise die Bürgerstiftung hier und stellt sich vor. Nächste Woche macht unser Jugendzentrum, die Neue Spinnerei, ganz unterschiedliche Aktionen, Kreativangebote für Kinder und Jugendliche. Es wird, glaube ich, auch gegrillt. Also ganz unterschiedliche, ganz interessante Aktionen hier an den Stadtterrassen. Am Freitag, dem 14. April 2023, nutzte die Bürgerstiftung Dülmen das Mobiliar der Stadtterrassen an der Coesfelder Straße, um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Also im Prinzip finde ich das eine gute Gelegenheit. So haben wir das im Vorstand auch gleich zu Beginn gesehen und gedacht, das wäre doch toll, wenn wir uns dann mal in der Stadt zeigen, damit die Bürger auch mit der Bürgerstiftung Gesichter verbinden können und wir auch unsererseits mal mit den Bürgern ins Gespräch kommen, um sehen zu können, wie werden wir eigentlich wahrgenommen, kennt man uns überhaupt, über welche Projekte sind wir bekannt in der Stadt. Naja, wir haben ein, wie ich finde, tolles und aktuelles Projekt und das ist das Projekt Mathematik in Kindergärten. Wobei der Titel Mathematik ein bisschen irreführend ist, denn wir wollen nicht Kindern Mathematik beibringen im Sinne von Infinitesimalrechnung oder Ähnlichem, sondern es geht darum, Erzieherinnen dahingehend zu schulen, dass sie mit Kindern spielerische Formen der Auseinandersetzung mit mathematischen Inhalten oder Begriffen beibringen können. Bis Ende Mai können die Tische und Bänke in der Innenstadt genutzt werden. Danach sollen die bis dato belegten Plätze wieder für ihren ursprünglichen Zweck zur Verfügung stehen.